Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Writing Club Championships. Ja, wir legen mal wieder los. Ich möchte immer noch meine Sachen aufwerten. Es ist immer noch so schweineteuer. Ja, ich würde sagen, um die hier kümmere ich mich mal. Kurs, Challenge, Warming Up, das können wir eigentlich mal gerade spielen. Als erstes, so, Play. Das ist, glaube ich, so ein ganz einfacher Kurs. Im Warming, ach, das ist Warming Up. Okay, ja gut. Das kennen wir ja schon zur Genüge. Dass wir das immer abschließen hier. Das ist ja eine total einfache Aufgabe. Von daher machen wir die jetzt auch direkt mal. Gibt dann ja sogar noch extra Erfahrungspunkte. Und ich habe auch eben schon gesehen, ich habe wieder eine Challenge. Da, abgeschlossen. Also ich bin wieder gechallenged worden. Da werde ich auch gleich mal gucken. Genau, von der Jolene Charmaine Kreuz. Charmaine ist auch ein sehr, sehr seltener Name. Ach nee, nee, schon wieder so ein Teil. Ich finde die so blöd. Aber naja, gut. Muss man durch. War mein Pferd nicht eben noch sauber? Jetzt setzt er schon langsam wieder Dreck an hier. Ja. Käse. Ja, ich habe es heute Morgen geputzt. Und bin danach noch ein paar Prüfungen geritten und wahrscheinlich hat er schon wieder so viel Dreck angesetzt, dass es jetzt direkt dreckig wird. Ich werde jetzt aber nicht, wenn das Pferd noch ganz dreckig wird in der Folge, werde ich das nicht noch putzen, weil das Putzen, das nimmt so ultra viel Zeit in Anspruch. Das möchte ich dann ungern in den Folgen machen. Yay! Sehr cool. Und das können wir abschließen. Und jetzt haben wir hier, müssen wir doch auch schon ein paar, ja, 4 von 30. Okay. Immerhin. Was haben wir hier? Lunch Break. Apples replenish your action points. Using apples will allow you to play more frequently. Objective, consume apples. Das heißt, dass Äpfel die Energiepunkte hier unten, meine Nase juckt, die Energiepunkte wieder auffüllen und einem deswegen ermöglichen, häufiger zu reiten. Wie viel kostet denn ein so ein blöder Apfel? Dann hole ich mal ein. Consumables. 400. Was? Oh, ja, ich hole mal einen. Das schon hab ich, ne? Wie viel bringen die? Keine Ahnung. Ich reite lieber erstmal noch ein Rennen, weil ich habe jetzt keine Lust, den Apfel einfach so ins Leere zu schießen, weil er mir was weiß ich 50 wiedergibt und ich jetzt auf 84 bin und dann 30 überhaupt nicht genutzt werden könnten. Das wäre ja auch ärgerlich. Ja, ihr seht es, Level 20. Leveltechnisch hat sich noch nichts verändert im Vergleich zum letzten Mal. Das nehmen wir jetzt in Angriff. Also ich dürfte heute bestimmt wieder ein Level abbekommen. Also Level 21 müsste heute auf jeden Fall drin sein. Und? Jetzt gehen wir das Gewarte los. Bam, bam, ah! Das verstehe ich auch manchmal nicht. Sie war ja schneller als ich, war damit früher im Ziel. Warum hat das jetzt so ewig lang gedauert? Das verstehe ich nicht. Wie viel fehlt denn noch? Ja, ein bisschen was ist schon noch. Braucht man schon noch. 5 Rennen bräuchte man noch. Ranked Match, das heißt, wir machen uns direkt daran. Ich glaube, jetzt kann ich gleich meinem Pferd mal einen Apfel geben. Oh, nee, schon wieder. Hier habe ich jetzt noch einen Tipp bekommen. Und zwar, ich soll einfach die Leertaste gedrückt halten. Na toll. Tja, so habe ich jetzt trotzdem schon einen Fehler. Ja, ich bin ja eine hohle Nuss hier, echt. Vor allem, weil ich zu eng rum bin, ist natürlich auch gut. Und ich soll einfach die Leertaste wohl gedrückt halten. Das probieren wir jetzt mal aus. Okay. Ja, es würde rein theoretisch klappen, aber ich bin zu früh abgesprungen. Vielen Dank. Also man muss es wirklich wie in Outs anreiten. Schade jetzt, dass ich 2 Fehler habe. Das ist auch... Hallo, Pferd. Ich habe gesagt, du sollst eng umgehen. Ah, echt. Ja, da auch noch eine extra Runde geredet. Ich mag diesen Parcours hier sowas von absolut überhaupt gar nicht. Die werde ich auch definitiv verlieren. Nö, ich habe gewonnen. Sehr schön. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Na gut. Also. Dann
148. Ja, anscheinend macht ein so ein Apfel das Ding wieder voll. Gut zu wissen. Ja, gut, dann wird das heute eine lange Folge. Wir sind nämlich jetzt schon mal etwas über 5 Minuten. Jetzt haben wir die Energie wieder komplett voll. Ja, cool. Sehr cool. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Ich bin gespannt. Ich meine, es hätte hier auch mal so eine Art Adventskalender gegeben, dass man Ausrüstung geschenkt bekommen hat. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich würde es cool finden, wenn es das geben würde. Aber ich meine, da hätte es mir irgendwas gegeben. So, genau. Das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Get Reward. 20 Skill-Tickets und 100 Erfahrungspunkte. Das nächste haben wir auch schon abgeschlossen. Das wäre das Performance-Training. Training your horse to new levels is one of the most fundamental ways to improve your game. Reach level. Das heißt, wir mussten Level 9 mussten wir erreichen. Okay. Und das nächste haben wir auch schon wieder. Staying in touch. There's no point in winning unless you have someone to brag to. Add some friends to your friend list to share the joy of the game. Das heißt, wir mussten jemanden adden. Wir haben aber schon einige geaddet. 20 Apfelstücke. Nice. Was haben wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder... Oh, nö. 15. Ernsthaft? Oh, nö. 15 Geschenke einsammeln. Das hat mich so genervt. Ja, gut. Ist man durch. Gott, mir tut mein Pferd richtig leid, dass es jetzt so dreckig ist. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt noch so viel Energie, dann will ich jetzt nicht auch noch die kostbare Zeit mit Pflegen verquatschen. Das kann ich auch nach der Folge noch machen. Yeah. Ja, mittlerweile kommen wir echt richtig gut durch. Ich überlege nur immer noch, was ich als nächstes skille. Ausdauer habe ich jetzt auch schon auf 5 geskillt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, jetzt sind wir wieder auf 108. Oh je, Level 55. Jetzt müssen wir uns ja richtig... Toll. Und dann hier diesen Anfängerkurs, wo der einfach so drüber rennen kann. Einfach durchrushen lassen. Na gut. Wir packen das schon. Wenn man natürlich auf dem Level ist, dann hat man auch die Diamanten und die Münzen gesammelt, um alles aufwerten zu können. Das ist dann natürlich auch... Oh, aber wir waren schneller. Tatsächlich. Ja, und da sind wir schon wieder auf 100. Ja, Stats. Was mache ich denn mal? Ich nehme mal noch einen in Strength. Ich glaube, ich trainiere jetzt tatsächlich Strength als erstes aus. Weil manchmal muss ich da schon noch ein bisschen drauf achten, dass ich auch bloß passend abspringe und passend hinkomme. Gut, jetzt hier für solche Parcours ist es natürlich absoluter Blödsinn. Da brauche ich das nicht. Da brauche ich wirklich Speed und Stamina, damit ich einfach nur und durch. Ja, genau. Das kostet mich dann nämlich ein bisschen Zeit, wenn ich das nicht machen kann. Ranked Match, direkt das nächste hinterher. Wie, auf 61 sind wir jetzt runter. Was soll denn das? Was ist denn das? Waren wir vorher echt auf 81? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Interesting. Okay, ha, wir haben wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Extra Erfahrung. Wupp, wupp. Ich habe jetzt übrigens schon häufiger gesehen, dass Leute gefragt haben, kann ich das nur mit Facebook spielen oder kann ich das auch runterladen? Nee, leider nicht mehr. Voilà, da muss ich lang. Die allererste Version, die man damals noch monatlich zahlen musste von dem Spiel, das war tatsächlich eine runterladbare Version. Das hier ist jetzt rein nur noch komplett ein Facebook-Spiel. Das geht nicht mehr anders. So, nochmal 100 Erfahrungspunkte mehr. Toll, jetzt müssen wir nochmal 5 Sterne sammeln. Ne, 15. Super. Ich habe noch nicht einen einzigen Stern gefunden auf dem Paddock. Das ist schon so ein bisschen nervig. Okay, jetzt sind wir knapp 10 Minuten dran, aber ich möchte gerne, dass wir noch leer bekommen unten. Deswegen reiten wir noch ein bisschen. Es dauert aber lang heute. Es sind 104 Leute online. Und trotzdem zieht es sich.
komm, warte mal, was können wir denn eigentlich mal noch? Was wäre denn Sinnvolles aufzuwerten? Ja, die Decke. Jetzt bin ich fast pleite, aber es ist nicht unbedingt schlecht gewesen, die Decke aufzuwerten. Die gibt uns nämlich jetzt auch schon Werte. Und zwar, nee, auf Level 1 gibt es uns noch keinen Bonus. Na toll, auf Level 2 gibt es uns einen Ausdauerbonus. Toll, jetzt habe ich das umsonst bezahlt. Naja gut, mein Fehler, ich habe es nicht gelesen. Aber ich muss ja sowieso irgendwie irgendwann mal aufwerten. Von daher passt das schon, ist in Ordnung. Das muss irgendwann mal sein. So, und Sprung, wunderbar. Und jetzt hier wieder die zweifache mit den grünen Planken. Wow, ja. Das kann natürlich auch mal passieren. Ach komm, ärgerlich. Ja, ich bin zu schief reingeritten, bin dann ins Schwanken geraten. Und dann passiert sowas mal. Macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Gibt ja außerdem trotzdem Erfahrungspunkte. Von daher ist es ja gleich zweimal nicht ärgerlich. So, genau. Zwei Rennen können wir heute noch reiten. Das geht sich doch sogar noch ganz gut aus. Zeitlich. Ich habe jetzt echt gedacht, wir hauen hier viel länger in der, hocken hier viel länger an der Folge dran. So, hier weiter mit dem blau-weißen Stall. Und übers Gatter. So, hier. Perfekt. Ja, leider wäre ein bisschen zu langsam. Das kommt eben noch mit der entsprechenden Ausrüstung, den entsprechenden Skillpunkten. Das ist völlig klar. Jemanden auf dem Level, das ist aktuell, es ist möglich, klar, aber man ist dann natürlich auf Fehler angewiesen. Also wenn die wirklich eine perfekte Runde schaffen, da kommst du nicht dran mit dem Level. Das geht einfach nicht. Aber da arbeiten wir dran. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich Level 30 jetzt erreiche. Ich bin jetzt Level 21. Wenn ich Level 30 bin, dann komme ich auch langsam so in den Bereich, wo ich die für mich wichtigsten Punkte ausgeskillt habe. Und dann kommen eben so Sachen wie Acceleration, eben wie schnell das Pferd beschleunigt. Obedience, der Gehorsam und natürlich auch das Timing, dass man aus unmöglicheren Winkeln abspringen kann. So, wie lief denn jetzt unser letztes Rennen? Gut lief das. Supi, 3 Sekunden schneller. Ja, können wir doch absolut zufrieden sein mit. Wunderbar, wie viel haben wir denn jetzt? Ach ja, ein bisschen haben wir schon wieder geschafft. So viel ist es gar nicht mehr, was uns fehlt. Okay, schon noch. Macht nichts. Okay, also Lieben, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Wünsche euch noch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.